So, hallihallo und herzlich willkommen zum vierten Part. Amnesia, Machine for Pigs. Und ich weiß nicht, ob ich hier durchgehen sollte, ob wir von dort gekommen sind, aber ich denke mal, yep, wir sind von hier gekommen. Ich habe ja sowas von Lust, jetzt wieder im Dunkeln dieses Spiel zu spielen. Um was weiß ich was, 11 Uhr oder so. Vom zweiten bis zum dritten Part war es ja ein bisschen blöd mit dem Uploaden, weil ich hatte etwas zu tun. Wow. Okay, ja, hallo, meine Kinder schon wieder. Die Pumpenräume. Dies müssen die Bilgepumpen sein. Das ist das Kernstück der Bemühungen des Saboteurs zum Schutz seiner Überschwemmung. Muss er diese enormen Snickers deaktiviert haben? Offensichtlich war er aber in Eile. Denn bislang hat er meistens schlampig gearbeitet und sich darauf beschränkt, alles, was er finden konnte, auszuschalten. Wenn ich die Steuerung finde, kann ich dir mit Leichtigkeit Abhilfe schaffen. Okay. Na, dann wissen wir anscheinend auch, was wir mal zu tun haben hier. Ruhig. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen den Ingame-Sound lauter. So. Ich hoffe, das tut's mal. Hier. Ein bisschen Power reinbringen. Ja. Sieht ja eigentlich ganz super aus hier. Ich habe da schon wieder voll Bock drauf, dieses Spiel zu spielen, ehrlich. Wow. Ahead, the trickle to still waters. I drag myself deeper into the temple. Downward. Towards a wind that Hallo. Alter, was? Ruhig mal davon. Kann man hier eigentlich auf die Röhre jumpen? Nein. Schade. Das war lustig gewesen. Jedenfalls mit dem Uploaden war es ein wenig schwierig, weil ich hatte ein wenig zu tun. Uns wurden ein paar Klausuren in die Fresse geklatscht in der Schule. Und ja, ich habe generell ein bisschen viel zu tun, auch mit Training, weil ja, ich muss da ein bisschen Sachen klären und generell halt Termine und alles. Deswegen war es ein bisschen. Wow. Super. Lass mich in Ruhe mit eurer scheiß Fetel-Schweinemaske da. Auch schon wieder so ein kleiner Maschinenraum. Da könnte ich kotzen. Kann man hier nicht einfach. Ja, super lag. Kann man hier nicht einfach irgendwie. Was weiß ich was. Ach, egal. Jedenfalls, ich upload gerade den Part 3 hier. Ich hoffe mal, das macht keine Probleme oder jegliche, was weiß ich, was hier von der Qualität her. Oh, oder generell vom Sound oder Systembeeinträchtigung. Ich weiß nicht, was ich gerade mal gemacht habe. Ja, super, was soll ich denn hier bitte machen? Ehrlich. Gibt's hier irgendwie eine versteckte Wand oder so? Oder was habe ich hier falsch verstanden? Oh, okay. Hallo. Anscheinend dreht sich da jetzt irgendwas, was gerade ein bisschen laut ist. Nee. Ja, das Ding hat sich hier geöffnet. Ich habe wieder super Lust, dieses Spiel zu spielen. Oh, schön. Ventil und Rohre. Noch eine Pumpe und wieder muss ich sie anwerfen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich in einem großen Spiel gefangen bin und für die versprochene Belohnung meine geliebten Kinder endlose Herkules-Taten verrichten muss.
Okay. Super. Jemand hat meinen Cookie gegessen. Ah, scheiße. Na, 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 na. Da unten. Ja, da muss ich das Wasser anpumpen, wie es aussieht. Wow. Oh, nein, 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 nein. Oh, scheiße, was soll ich machen? Oh, renn, 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 verdammte Scheiße. Renn, renn, renn. Oh mein Gott, nein. Uff. Gott. Ach du Scheiße. Boah, Junge, Junge. Oh, erstmal ausruhen. Von dem scheiß Schreck eben, ey. Ach du Kacke. Boah, das kam echt unerwartet. Ich krieg hier gleich einen Herzanfall. Badumts. Nein. Ich krieg hier einen Herzinfarkt, ehrlich. Boah. Alter, das hat mich jetzt übel irritiert. Da lang oder da lang? Better pick the wrong shit. Super. Hallo. Nein, da ist niemand. Och man, muss ich das machen, ehrlich. Warum habe ich überhaupt dieses Let's Play angefangen? Och nee. Nee, 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 nee. Das sieht falsch aus da unten. Backtracking, ich liebe es. Zurück zum Haut des Grauens. Ach so, worauf ich mich übel freuen würde, Crash Bandicoot. Die komplette Saga. Ich versuche alle Spiele durchzuspielen. Außer vielleicht Crash Bash, weil das Spiel, das kenne ich nicht so gut. Ich bin eher mit den ganzen anderen Teilen vertraut. Okay. Ja, wir sind jetzt irgendwie ganz unten. Fluteinbruch. Notabschaltung in Kraft. Super. Und ja, da werde ich mich halt eher drauf freuen als auf dieses böse Spielchen namens Amnesia. Stopp, für ordnungsgemäße Pumpen betrieben müssen alle Räder korrekt platziert sein. Ja, wie soll das denn bitte gehen, wenn. Warte mal. Ja, super. Zweites Rad, wo bist du? Ja, super, jetzt ist das Ding da auch noch locked oder was? Ich brauche noch ein Rad. Rahat, wo bist du? Ich vermisse dich, du kleines Stück. Super, stuck. Ah, hier. Ich bin auch blind, ne? So, zack, rein damit. Vielleicht geht's jetzt. Ah, haha. Super, so. Ich hoffe mal, jetzt wird das ganze Wasser hier endlich mal abgepumpt. Boah, Alter. Jetzt erschrecke ich mich schon vor so Kackwasserräumen oder was? Boah, ich habe echt keinen Bock, das zu spielen. Warum tue ich mir das an? Oh, nee, 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 nee. Okay, super, was? Das Aufwinden der Kinder. Die Überschwemmung ist beseitigt. Ich habe mich durchgesetzt. Der Saboteur ist geschlagen. Mein Herz pocht vor Begeisterung. Auch wenn sich mir alles dreht und ich fiebriger Erwartungen erschaudere. Wie diese Maschine nun ihre unmittelbar bevorstehende Wiedergeburt spürend um mich herum hämmert. Der letzte Abstieg juckt, oder was? Lockt mich wie Lilly. Wie sie einst auf unserem Ehebett lag und mich zum Mann machte. Oh. Oh, ich komme nicht so hoch. Ja, meine Stimme ist auch ein bisschen abgekackt. Ist ja abends. Der Tag ist lang, man labert viel. Ich komme nicht so hoch. Da will ich ganz sicher nicht runterspringen. Aber die Leiter sieht ein bisschen verkrüppelt aus. Ja, Bloody Work, du spielst Grand Theft Auto San Andreas. Super. Autsch. Geil, was mache ich jetzt hier?
Stein. Ja, wohin soll ich das bitte werfen? Ach, an die Leiter. Ah. Aha. Ja, super. Was hat mir das jetzt gebracht, hier runter zu springen? Oder verstehe ich hier irgendwas falsch? Ja, super. Irgendwas ist passiert. Ich habe schon wieder keinen Bock, hier weiterzugehen. Weil ich weiß, dass irgendein Scheiß wieder auf uns zukommt, den ich gar nicht will. Oh mein Gott. Uff. Das werden wir hier stoned, wenn wir da zu lang drin stehen. Ja, kann ich jetzt hier irgendwas machen, oder? Da geht's auch nicht durch, weil das uns stoned wird, wenn wir uns in diesen scheiß Nebel stellen. Also ich denke mal, wir müssen wieder runter. Oh ja. Oh, cool. Oh. Ich dachte, aus so einer Höhe geht das. Tja. Hey, geil. Vorhin noch hier voll den Schreck gekriegt, jetzt geht's eigentlich. Boah, Alter, könnt ihr mal aufhören, so schlagartige Geräusche zu machen? Das irritiert. Ich habe kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl. Oh doch. Schon wieder so ein komischer Raum hier, bei dem wir einfach nur diese Kackkapsel hier aktivieren müssen. So. Wir müssen das erstmal aktivieren. Zack. Ja. So. Ich denke mal. Mann, warum habe ich immer Probleme mit den Scheißteilen? Ah, so. Jetzt können wir das auch machen. Und dann schalten wir das ab. So. Jetzt geht's weiter. Och nee, nicht schon wieder so alte verkackte Kabinen oder was. Da habe ich ja voll Bock drauf. Und ich klinge, denke ich mal, auch ein bisschen unsicher hier. Was ich blöd finde gerade, die haben hier kein Inventar. Ah, hier steht was. Hauptsystemzugang. Ah, die tanzenden Kinder. Sie zogen als Kind aus dem Drescher oder zumindest das, was davon übrig war. Es gibt noch mehr davon, sagte der Vorarbeiter und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Okay. Und wieder so eine voll unlogische Story, die mir hier vor die Fresse geklatscht wird. Zack, da sind wir. Das war lustig, wenn ich hier drauf bin. Ups, ups, was war das denn? Das wäre jetzt blöd, wenn das hier abgeschlossen wäre. Och nee. Nee, oder? Ja, die Musik, die gefällt mir auch schon. Oh, hallo. Ja, ich habe mal wieder Bock, das hier durchzulesen. Das könnt ihr euch schon irgendwie selber durchdatteln. Ich habe da jetzt keinen Bock zu. Sonst kommt hier wieder ein Snickers durchs Bild geflogen. So. Dann wollen wir mal weitergehen durch diesen übel engen Scheiß hier. Worauf ich keinen Bock habe, können wir hier lang gehen. Oh, super realistisch. Jawohl. So. Das Herz der Maschine. Und ich... Und als... Ja... Als ihr das letzte, nee, als ihr das erste Mal, sorry, meine Konzentration ist ein bisschen im Arsch. Und als ihr das erste Mal, Papa, sagten, schmolz mir das Herz wie auf dem Boden gefrorenes Blut, das zum Tauen und Herumschwappen in die Sonne gehalten wurde. Und sie waren unzertrennlich, immer zusammen, eine Seele, zwei Körpern und meine Liebe war allumfassend. Ich würde für euch sterben, flüsterte ich ihren schlafenden Gesichtern zu. Ich würde töten, um euch zu beschützen. Würde ich diese Welt vernichten. Ich habe mich durch dunkle Tunnel gekämpft. Große Motoren, die verdorbensten aller Biester. Ich habe meine Schwur erfüllt und diese Überschwemmung beseitigt. Und nun komme ich euch holen, meine geliebten Jungs. Das klingt ein bisschen, ja, heroisch. Aber ich habe hier trotzdem ein bisschen Schiss runterzugehen, weil wir sind ja nur mit so einer hässlichen Kettzugang für uns. Ja.
Weil wir sind nur mit so einer hässlichen Batterielampe oder was das ist, die ewig hält, bewaffnet. Okay. Ich wollte nochmal. Boah, ich dachte, ich kann da mal zurück. Ich wollte eigentlich nochmal in diesen anderen Abzweig da mal glotzen, was es da gibt. Weil ich möchte ja keinen Inhalt irgendwie vorersparen. Ich kenne die Story ja so oder so nicht. Von daher. Ich erforsche halt gern Sachen. Auch wenn es ein bisschen blöd klingt. Boah, aber das vorher mit diesen Schädeln, die zu begraben, das ist ja übel romantisch gewesen. Boah, super, jetzt bin ich den ganzen Scheiß wieder hier hochgelaufen, nur um so einen hässlichen Steg zu sehen. Geil, so langsam wie der läuft, könnte er ja, was weiß ich was, Guinness World Record für Slow-Mo laufen oder was. Boah, geil, super. Klasse, Mendes, ich liebe dich. Boah, Alter, ich drück doch schon auf die Sprinten-Taste. Kann der nicht rennen? Hightech-Ding. So. Och, wat? Okay, das war mal eine andere Art von Elevator Music. Dear Christ, what is this place? Oh mein Gott. Geil, geil, geil. Wir steigen erstmal aus dem Aufzug aus. Jesus Christ, what is this place? Super. Was? Hallo? Brennstab-Kontrollraum. Oh cool, geht auf sogar noch hier. Cool. Brennkack-Kockraum. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, Professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Okay. Boah, ich hab mal wieder übel Bock, hier jeden Scheiß irgendwie umzustellen. Mann, immer diese Scheißleiter. Ehrlich. So, geht doch. Boah, das gefällt mir gar nicht hier drin. Alter, nee. Mendes, was du für Scheiße machst, ehrlich. Nur mal kurz gucken, was da oben war. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. I tried so hard. I will uphold my promise. I will always protect them for you. My eyes are your eyes. My heart is your heart. I will rip them loose from this rotten world and set them to burn. All
to save them. Okay. Viel Spaß dabei. Hier ist auch noch eine Leiter. Ja, super, eine Leiter zum Nichts oder was? Geil. Menschheit, ich liebe dich. Cool. Ich weiß nicht, was das sein soll hier. Und ich dachte, wir sind hier extra irgendwie jetzt nochmal zu einem, was weiß ich, was gekommen. Naja. Back to work. Boah, vor allem, ich liebe wirklich diese kleinen Scheißgänge. Da habe ich wieder so Bock zu leben, wirklich. Oh shit, a wild Snickers appears. So. Ja, lass mich hier runter, bitte. Scheißleiter. So. Och nö, na komm, Mendes. Was soll das denn? Boah, geil, super. Verbindung X, höchst entzündlich, höchst ätzend, höchst giftig. Hey. Boah, das klingt nicht gut, das klingt hier irgendwie nach. Wie heißen die Dinger nochmal? Diese komischen Namen. So, ich hoffe mal, ich habe das Richtige gemacht. Einfach mal diese Klappe da aufzumachen. Boah, ich werde langsam müde, ey. Ich kann mich hier nicht wirklich gut konzentrieren. Hier war Wasser. Oh, mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich auf Wasser laufe. Soliden Wasser, geil. Oh, cool, super. Och, was ist das denn für eine Scheiße? Da habe ich das Teil jetzt schon angemacht. Ah, geht doch, so. Super. Boah, geiles Wasser hier. Ha, wir planschen ja so fröhlich. Im Wasser. Im Wasser, Hust. Ja. Ja, das hier ist anscheinend auch Wasser irgendwie. So, dann wollen wir mal. Boah, Alter. Was soll das denn jetzt mit dem Wasser? So. Zündsteuerung. Jetzt muss ich nur noch die Zündsteuerung finden und die Maschine wieder anlassen. Erleichtert schreite ich mit großen Schritten über diese Stege. Ja, Stege, Plätscher, Plätscher. Ich komme, meine Lieblinge. Ich habe euch schon fast gerettet. Boah, was für Stege, ey. Wirklich. Hat der irgendwas genommen? Wirklich, mir kommt es langsam so vor. Okay. Der Typ hat eindeutig irgendwas genommen. So. Was zur Hölle passiert jetzt? Was denn? Wart. Oh, hallo. Ich hab da jetzt irgendwie automatisch nach da geguckt. Oh fuck, das gefällt mir nicht. Oh, oh, Alter, ich hab mich übel erschreckt. Boah.
Also. Oh, ich dachte schon, die tragen irgendwie Kleider oder sowas. Was macht er da bitte? Oh, geil, super. Bear Grylls Survival Tips. I will eat this war heart. It will give me proteins. Such a perfect survival food. Mann, der Saboteur, nach meiner Rückkehr von Mexiko schockiert mich der Schmutz Londons von Neuem. Das Elend der Pest haucht, der Verfall, wir sollten das tote Fleisch herausschneiden und diese Wunde von Neuem heilen lassen. Ja, schön. Papa. Papa. Laufen wir immer noch irgendwie auf... Kann ich auch aufstehen? Ja, super, geht doch. Emerging. I raised my head to an uncaring sun and I cursed this world of pain and despair. Ja, du hast LSD genommen. Built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell and I crawled my way home. Mendes on drugs here. Boom. So muss es Mendes. Oh Gott. Wow, wow. Nein, macht euch ab, macht euch ab. Verpisst euch. Ah, Alter. Oh Gott. Alter. Oh. Meine Fresse. Uff. Oh, ihr könnt euch die Kacke wieder durchlesen. Mein Gott, Mendes, was hast du bitte genommen, ey? Was ist schon wieder mit dir los? Hier, so geht das nicht. Ja, super, was... Ja, toll. Boah. Schon wieder so ein Moment, ey. Druckregler. Tada! Da sind wir irgendwie voll auf dem Psychotrip. Zugang zu Dampfabzug. Nur bei niedrigem Druck. Super. Dampfabzug. Wo soll man hier bitte durchgehen? Zum Dampfabzug. Super. Wir haben hier irgendwas gekriegt. Betrug. Es ist also getan. Ich selbst war der Saboteur. Und die Stimme am Telefon war seine. Aber was ist nun mit uns? Worin besteht die Verbindung? Ich kann doch wohl nicht für alles verantwortlich sein, was ich über mich sehe. Ich erinnere mich nicht an gar nichts. Allein an den Moment, in dem die Welt gespalten wurde und die Innereien der Menschheit aus einer aufgerissenen Körperöffnung in mein offenes, gegabeltes Herz fielen. An den erinnere ich mich. Ja, super. Where are they? Where are my children? Oh Gott. Berg funktioniert einwandfrei. Ja, super. Och nee. Muss ich hier schon wieder irgendwas finden oder was? Oh, Alter. Hört ihr mal auf, mich so zu erschrecken, ey. Zack, zack. Da hast du deine Maschine hier. Okay. Super. Automatischer Druckregler, Abschaltung. Oh Gott. Langsam, Alter. Langsam, langsam. What are you doing, little piggy? Do you think I will allow you to sabotage me again? I want my children, you unholy bastard! Yeah, party hard! Ah, hier kann man also durchgehen. Was ist das? Ein Bär? Will it hurt? A cleansing fire always burns, little Mendes.
but it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Can we save them? When did I say that? That is not me. That is ja, not ja, ja. So, hallo. Alter, was ist das denn bitte? Ein Teddy oder? Ja, ein blutiger Teddy anscheinend. Super. Och, kann ich jetzt nicht mal mehr meine Flashlight anmachen oder was? Was soll das denn? Dann muss ich mich hier drunter. Eins. Ach komm, Mendes. Du hast nur deine Tage. 1, 4, 5, 2. 1, 4, 5, 2. Super. Ja, super. Was? Ach, komm schon. Oh Gott. Diese Scheißeffekte, ey. Ich krieg hier gar nichts mehr hin, ey. Ey. Wow. Oh, scheiße, meine Augen, ey. Puh. Oh, hallo. Das geile Schweinchen. Müssen da immer solche Notizen sein? Können das keine Hinweise sein, wie bei Blue's Clues? So, nein, das brauchen wir nicht, das könnt ihr euch lesen. Ah, weg von dem Schwein, weg von dem Schwein, weg von dem Schweineviech. Warum geht's hier nicht weiter? Warum kann er nicht über einen scheiß Zaun climben? Was ist los mit dir, Mendes? Oh, Madness! Oh, geil, super. Jetzt muss ich anscheinend da zum Schwein oder was? Oder wie sehe ich das? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ja, das Viech hat sich auch irgendwie abgemacht. Gibt's hier noch irgendwas Wichtiges? Irgendwie hier was? Ah, cool. Oh, Alter. Mendes heißt der Saboteur, Saboteur, jawohl. Anscheinend ist das Drucksystem tatsächlich die Achillesferse dieser Einrichtung. Das habe ich bei meinem ersten stümpferhabenden Sabotageversuch übersehen. Wenn ich den Dampf umleite, kann ich Chaos und Verwüstung anrichten. Mr. Chaos hier. Tada. Wo ist das Kackding? Können wir das noch aufheben? Oh, super. Was steht hier? Gefahr zur Vermeidung von Druckausschlägen, korrekte Platzierung der Schaltkreise prüfen. Getötete Kinderarbeiter dieses Monat. 17. Alter, das ist... Mir fällt nichts ein, außer hier irgendwie Snickers zu sagen, wirklich. Einfach nur Snickers. Boah, ist doch gut jetzt. Ist doch gut. Steht da irgendwas? Können wir das lesen? Nein. Sind das wieder so Gase, die uns heim machen? Ja. Oh yeah. Dampfabzug. Überall um mich herum sind der Donner der Maschinen und kochend heiße Dampfstrahlen. Hier kann ich nicht vorbei, ohne mich zu verbrühen. Ich bin ein Hummer mit geplatzten Panzer. Meine Durchblutung ist eingeschränkt, mein Lebensantrieb beeinträchtigt. Der Dampf wird mich kochen, es sei denn, ich kann ihn irgendwie abschalten. Super. Der Dampf macht, dass es mir gut geht. Boah, Alter. Flucht durch die Rohre. Wenn ich in meiner Bosheit Kinder in die Rohre schicke, um sie zu reinigen, so gibt es wahrscheinlich noch einen anderen Eingang, durch den ich diesem giftigen Maschinen-Mahlstrom entkommen kann. Ich werde das Brennen in meiner Nase ignorieren, dass die Dämpfe dieser grottlosen Verbindung X verursachen, mit der diese Maschinen betrieben werden. Und ich werde zum Saboteur werden. Ich werde das Drucksystem zerstören, damit ich ohne Angst in die Rohre fliehen kann. Rohre, ja. Ups, was dachte ich denn?
Ja, getting high. Ja, was soll ich dann bitte machen hier? Alter. Ja, das können wir da irgendwie auch nicht mehr hin tun. Boah, das geht mir langsam auf den Sack mit den Earthquakes. Ah, hier. Oh ne, doch nicht. Ah, hier kann man das kaputt machen. Zack. Zugang zum Dampfabzug, nur bei niedrigem Druck. Kann ich jetzt hier durch, zufällig? Ja, geil. Ah, hallo. Ach, das war ein Glas. Cool. Der Druckregler, eine Art von Aufreger. Ich werde ihn auszuschalten und sprunghaft. Blablabla. Ja, das haben wir jetzt irgendwie schon gemacht. Oh mein Gott. Uff. Oh. Nein. Du verpiss dich ganz schnell. Warum sind hier jetzt überall die Kackviecher? Boah, Alter. Ihr geht mir auf den Piss, ihr Scheißviecher, wirklich. Boah, ein Machine for Cox. Echt mal. Oh, Scheiße. Renn, mein kleiner Mendus. In die Rohre und raus aus der Maschine. Schnell jetzt durch die Rohre, bevor der Druck wiederhergestellt wird und sie sich mit ätzendem Dampf füllen. Ich spüre, wie sich die Maschine wegen mir selbst anfaucht. Wie sich ihr unheiliger, unmenschlicher Geist sich hin und her windet und sie ihre finsteren Tentakel zur Reparatur des Schadens durch ihre Schaltkreise schickt. Ich werde zu den Straßen zurückkehren. Ich werde Hilfe holen und den Zorn der Leute auf die Maschine loslassen. Man wird sie bis auf die Grundmauern niederbrennen und diesen bösen Ort für alle Zeiten unter die Erde versiegeln. Weise Worte, mein kleiner Mendus. My little Mendus, my little Mendus. Renn. My little Mendus. Ich fragte mich, wozu Mendus gut sein kann. Hallo. Ah, hier. Hier geht's weiter. Hallo. Geh doch dahin. Zack. So. This is where you, Mendus. This is what you dreamt it to be. I will save you. I will save them. You are too late. It begins. My work has begun. Kill them, my piggies. Kill them all. Okay. Niedriger Druck. Zugang zur Schweineproduktionsreihe geöffnet. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im fünften Part wieder. Snickers und bis dann. Sedis.